Herzlich willkommen zu Infestation Survivor. Dies ist ein neues Let's Play von mir, falls wir das spielen werden. Ihr seht, ich habe es schon angezockt. Das ist so ein ähnliches Spiel wie DayZ. Und ja, das schon aber etwas älter ist. Man sieht hier auch die Grafik, die ist ja noch schlechter. Aber ihr könnt entscheiden, Zuschauer, sagt mir, ob ihr das spielen oder sehen wollt, oder wenn nicht, dann halt nicht. Wir werden hier mal den 100%igen sehen. Ja, also ihr seht, ich habe mit dem 6 Minuten gespielt, dann bin ich gestorben von einem anderen Online-Spieler. Und dann konnte ich eine lange Zeit mit diesem Charakter hier nicht spielen, darum gibt es 5 Slots. Weil, wenn man stirbt, kann man, weiß ich nicht, wie lange, weiß jetzt nicht genau, aber dann kann man eine ganze Zeit nicht mehr den Charakter spielen, darum muss man einen anderen auswählen, entweder eine Wiederbelebung, glaube ich, finden oder ja, oder man muss die Zeit abwarten, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wir werden erstmal mit dem hier glaube ich, joinen. Man sieht, man hat einen Startrucksack, so oder so, und hier gibt's offizielle Server, Privatserver, Premium-Server, muss man sich wahrscheinlich kaufen, meine Server. Offizielle Veteranen-Server, öffentliche Testumgebung. Hier kann man auch erstmal das Spiel anscheinend testen, aber wir wollen gleich mal loslegen. Offizielle Server, auf geht's. Hier sieht man eine ganze Reihe von Servern. Es geht bis zu 200 Spieler auf einen Server. Und ich war auf einem Server, wo 130, genau, Personen drauf waren, circa. Ich glaube, auf den hier war ich, aber wir wollen erstmal klein anfangen. Ich weiß hier selbst noch nicht so richtig, was hier als Sache ist. Ich denke, hier gehen wir einfach mal rauf. Auf den US-Server. Und hier ein schönes Bild. Und man sieht hier, die Zombies sehen schon witzig aus. Ah ja, also, wie gesagt, es ist erstmal die Testphase dieses Gameplays hier. Ihr könnt entscheiden, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht. Das nächste Let's Play wird dann, huch, das war mein Handy, ja gut, also das nächste Let's Play wird wahrscheinlich von dem Spiel, wenn überhaupt, erst Sonntag erscheinen. Ja, und wenn ihr halt davon mehr sehen wollt, nach den 20 Minuten, die ich erstmal aufnehmen werde, circa 20 Minuten, genau weiß man das ja nie, dann schreibt einfach in den Kommentaren nach dem Video oder wie auch immer, ob ihr mehr halt davon sehen möchtet erstmal und mehr testen wollt oder gleich ein ganzes Gameplay davon aufnehmen oder ob ihr das lieber doch nicht sehen wollt, ob das unnötig ist, weil ja Breaking Point, also der Arma 3 Mod von DayZ, also Breaking Point ist ja halt so ähnlich wie DayZ mit mehreren Maps und so. Bloß, aber ja, und dazu nehmen wir noch DayZ momentan auf und dann noch ein Survivor-Game. Naja, ich weiß nicht, ob das denn doch nicht eigentlich reicht. Aber, oder wenn ihr meint, ja, man kann nie da genug davon haben und ist sowieso erstmal eine Testphase. Gucken wir mal, wie sich das Game entwickelt, während wir spielen. Und ja, ob wir das dann weitermachen oder nicht. Schreibt es einfach in den Kommentaren, ob ihr es wollt oder nicht. Ja, hat es jetzt endlich mal fertig geladen. Jawohl, wir sind gespawnt. Es ist Nacht. Oh, auf Nacht war ich noch nie auf dem Server, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Hier dieses, weil wir so glänzen, das heißt, uns kann jetzt noch keiner was anhaben. Das heißt, wir sind noch spawngeschützt. Und wie ihr hier unten links, jetzt sind wir nicht mehr spawngeschützt. Und wie ihr hier unten links seht, ist eine Essensanzeige und Trinkensanzeige. Und wenn ich hier mal renne, seht ihr die Ausdauer. Dieser Kreis, der langsam verschwindet, das ist die Ausdauer. Und wenn man hier halt langsamer läuft, dann erholt sich der Charakter wieder. Oben rechts seht ihr die Umgebungslautstärke. Oh, 10 FPS hatte ich gerade, habt ihr selbst gesehen. Laggy. Ja, also oben rechts seht ihr die Umgebungslautstärke. Wie halt laut man halt ist. Das heißt, grün ist im guten Bereich. Wenn wir rennen, auch. Also, aber das kommt nur dann, die Anzeige, wenn sie orange wird, dass auch Zombies in der Nähe sind oder nicht. Hier können wir uns hinlegen, wie in DayZ.
können aber uns nicht drehen, während wir liegen anscheinend. Oder mit einer anderen Taste, das weiß ich selbst noch nicht alles so genau. Und ich werde, glaube ich, die Helligkeit erstmal höher stellen. Okay, ach ja, das ist doch ein bisschen zu hell. Na. Machen wir erstmal so. Die Mausempfindlichkeit ist schon okay. Hier sieht man auch halt die Steuerung. Die habe ich mir schon ein bisschen angesehen. Zwar weiß ich es jetzt nicht mehr alles so genau, aber naja, was soll's. Dann wollte ich noch eins mal einstellen, falls es hier auch geht. Beschleunigung. Nee. Moment. Ich muss das gleich haben. Ne, anscheinend geht das hier in-game nicht, aber egal. Also, ich weiß nicht, ob wir ja erstmal ein bisschen spielen. Ja, komm. In der Nacht ist es zwar ein bisschen immer riskanter. Wie steht man jetzt nochmal auf? Mit Y war das. Alles klar. Ja, dann können wir mal hier um die Umgebung anschauen. Auch wenn. Guck mal, wie das aussieht hier oben. Das sieht richtig wie im Weltall aus. Hier die Wolken, der Mond. Und hier das Weltall, die Sterne. Sieht aus, als wenn wir in so einer Schicht leben, dass da irgendwann eine Glasschicht kommt oder so und da nicht durch können. Aber na gut. Naja, ich würde sagen, wir spielen doch erstmal auf einem hellen Server, damit wir mehr die Umgebung erkunden können. Und dann seht ihr gleich das Video weiter, wenn ich hier. Ja. Seht jetzt das Video weiter, wenn ich einen Server gefunden habe, wo Cell ist. Bis gleich. So, hier sind wir wieder und ihr seht, es ist Nacht. Warum? Ich habe keinen einzigen Server gefunden, wo es momentan Tag ist. Ich weiß auch nicht wieso. Ob das nur alles eine Einheit ist, dass es gar nicht anders geht. Kein Plan. Hier haben wir eine Taschenlampe. Und ja, anders geht es anscheinend momentan hier nicht, warum auch immer. Und ja, die Frau habe ich ausgewählt jetzt. Was soll's? Da unten sind Häuser, können wir ja mal hingehen. Aber wo Häuser sind, sind normalerweise auch Zombies. Und mal gucken. Und normalerweise müsste ich dann die Taschenlampe ausmachen oder was anderes geben. Hier haben wir einen Verband, eine Taschenlampe, eine Limo-Dose für was trinken und ein Müsli-Riegel zum Essen. Und ja. Mal gucken, was uns so erwarten wird. Sieht man vielleicht von der Ferne schon was? Ja, da sind Zombies. Ich weiß nicht, ob ihr es hier auf YouTube erkennen könnt, aber da sind Zombies. Und wenn wir auf die Serverliste gucken, ich weiß zwar nicht, wie das hier geht, doch. Hier, es sind. Was sind das? Ja, also es sind auf jeden Fall jede Menge Spieler auf dem Server. Ich glaube, es waren 49 von 200. Ich weiß gar nicht, ob es da so sogar nicht ein Spieler ist. Der eine ist so ganz schnell da gegangen. Ja, also eigentlich wollte ich, wie gesagt. Okay, ich glaube, Licht zieht die Zombies auch an. Ne? Ja, es wird auf jeden Fall sicherlich spannend und ihr seht schon, die Anzeige war auf einmal orange. Hier sind Zombies. Ein bisschen blöd finde ich die Steuerung schon. Weil wenn ich hier Alt drücke, sehen wir, guck, seht ihr, wird nur die Ansicht ein bisschen geändert und nicht, dass man sich umgucken kann. Also umgewöhnen muss man sich schon. Und hier seht ihr bestimmt da ein paar Zombies laufen. Einmal da im Fadenkreuz drin und einmal da. Dann ist da noch ein Zombie und da hinten noch einer. Also ist auf jeden Fall jede Menge los hier, was Zombies angeht. Und ich weiß nicht, wie schnell man die hier abhängen kann. Doch, man kann sie relativ schnell abhängen. Aber dafür. Oh Gott, Alter, man sieht hier gar nichts. Das ist so. Das ist so dunkel hier. Und hier seht ihr, wenn wir uns bewegen, ist es orange.
Wenn wir uns jetzt hier so gebückt laufen, ist es wiederum grün. Da sehen wir einen Zombie laufen. Da. Sie sind auch relativ schnell. Und ja, in der Nacht vor allen Dingen hier, da traue ich mich gar nicht, irgendwo hinzugehen. Auf einmal steht neben uns ein Zombie oder so. Das wird brutal werden. Ja, und wie gesagt, ich weiß hier noch gar nichts. Ich war noch in keinem einzigen Haus drin. Der Zombie hat uns, glaube ich... Nee, hat uns noch nicht gesehen, glaube ich. Hoffe ich mal. Vor allem, die laufen hier auch quer, immer quer hin irgendwo. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Hier ist noch ein Zaun dazwischen. Da hinten sehen wir auch schon einen Zombie. Der legt sich hin. Hä? Was ist das denn? Da legen sie sich hier etwa auf die Lauer? Oder ist das ein Spieler? Jetzt steht er auf einmal wieder. Oder pflücken die hier Blumen? Nee, das wird ein Zombie sein. Und wenn der Kreis oben rechts rot ist, dann verfolgt uns ein Zombie. Irgendwie ist die Taschenlampe auch ein bisschen blöd. Man will den anleuchten. Und doch, da sieht man ihn jetzt. Ja, das ist ein Zombie. Wenn wir uns jetzt bewegen, ist sie orange. Das heißt, es lauert eine Gefahr. Aber anscheinend, wenn wir auf die leuchten, das scheint gar nichts auszumachen. Das heißt, die Taschenlampe können wir ruhig verwenden. Das heißt, Licht zieht die anscheinend hier nicht an. So, jetzt ist die Gefahr ja erstmal gebannt. Oh, rot. Shit. Das wollte ich jetzt nicht. Mal gucken, ob uns einer verfolgt. Da hinten scheint auch wieder ein Zombie zu sein. Ja, ein bisschen blöd mit der Taschenlampe haben sie es schon gemacht. Und da sieht man wieder ein paar Zombies anlaufen. Das kann sein, dass sie ein Geräusch gehört haben und jetzt hier auch noch hingucken kommen. Aber anscheinend im Dunkeln sehen die uns nicht, erstens. Zweitens verstehe ich das aber wiederum nicht. Da haben sie irgendwie die Taschenlampe vergessen, wenn man die anleuchtet. Keine Ahnung. Macht wohl nichts aus. Wir können hier rumleuchten, wie wir wollen. Das heißt, anscheinend haben sie keine Augen im Kopf, nur ein Gehör oder so. Na, wer weiß. Und ich weiß nicht, wie sollen wir das denn hier machen? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es sind so viele Zombies, wir können uns eigentlich kaum wehren. Ich frage mich sowieso. Naja, so kann man schlagen, aber... Oh, fuck. Ja, aber so wirklich traue ich mich hier gar nichts. Ich wünschte... Also... Gut, wir können es ja vielleicht, wenn ihr diese 20 Minuten hier rein gar nichts sieht, oder also ungefähr 20 Minuten kann man ja nicht genau sagen, weil das ja selbst sehen. Ja, wenn ihr hier gar nichts seht und ich traue mich hier nicht rein, irgendwann reicht's, denn ich denke in 5 Minuten spätestens, wenn wir uns mit Schleichen nichts erreichen, dann können wir auch schon mal da reinstürmen und mal gucken. Wir können ja austesten, wie viel die Zombies aushalten. Rot. Rot. Rot, rot, rot. Rot ist nicht gut. Jetzt ist es wieder nur gelb. Ah, weiß ich nicht. Anscheinend heißt rot, dass es besteht eine große Gefahr, dass
uns einer verfolgen kann, aber anscheinend muss das auch nicht stimmen. Ja doch, der guckt manchmal zu uns. Wenn wir hier laufen, hier rot, rote Gefahr. Da dreht er sich um und guckt, ob jemand er sieht. Und wenn nicht, dann dreht er sich wieder dazu seine Position. Okay. Ja. Also wie gesagt, ist nur eine Testphase hier. Hier rot. Jetzt dreht er sich um, guckt. Keiner ist da. Gehen wir weiter. Oh, uns verfolgt einer. Oder? Nee, doch nicht. Hat sich bloß so angehört. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Können ja mal was versuchen. Oh, es wird anscheinend hell. Das ist gut. Das ist sehr gut. Können wir ja ein bisschen abwarten, bis es hier hell wird. What the fuck? Alter! Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Wie mache ich jetzt auf die andere... Hä, wie habe ich denn das gemacht? Alter, das darf doch nicht wahr sein. Habe ich einen Schreck bekommen, Alter. Die verstecken sich ja auch hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich zur anderen Ansicht komme. Wie habe ich denn das gerade gemacht? Oh nein! Nein! Lauf weiter! Alter! Das ist ja richtig fies, das Spiel in der Nacht, ey. Da taucht irgendwo vom Boden jemand mal auf. Oha! Das Symbol heißt grün, er verfolgt uns nicht mehr, da ist er. So. Ja. Also erste Schrecksituation. Die können also sich auch hinlegen anscheinend und auf die Lauer warten. Oha, das war fies. Aber man sieht's, es wird hell. Und das ist doch gut. Wir haben Verbände. Oh, da steht irgendwas rot. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Und wie... Ja, ich habe jetzt mir Verbände erstmal gegeben. Ja, also stimmt. Wir haben geblutet. Das rote Zeichen da unten links, falls ihr nochmal zurückspult oder so, falls ihr es nicht gesehen habt, ist jetzt weg. Das heißt, wir haben geblutet nach dem Schlag. Hab mir einen Verband jetzt hier eingenommen und dann war das auch auf einmal wieder weg. Gut, dann würde ich sagen, wir trinken oder so erstmal was. So. Und eine Limo trinken wir jetzt auch. Ihr habt gesehen, die Essenanzeige ist auch ein bisschen hochgegangen, unten links gerade. Ja, also wie gesagt, das ist nur eine Testphase hier erstmal. Also nicht wundern, wenn hier nicht so viel passiert, dass ich ein bisschen Schiss habe, weil ich noch gar nichts weiß, wie hier alles funktioniert. Hier steht ein Auto, vielleicht können wir das ja nehmen. Eh zum Einsteigen. Hey, ein Auto, cool. Wie fahre ich jetzt? Oh, das ist kaputt. Also fahren kann ich anscheinend nicht damit. Doch. Brumm, brumm, brumm. Cool. Vielleicht können wir ja damit die Zombies plattfahren. Wollen wir es mal ausprobieren? Hallo Zombies! Oh Gott, die Steuerung. Oh Scheiße. What the fuck? Man kann sie also anscheinend nicht umfahren. Das waren so wie Barrikadenrad. Wow. Jetzt vielleicht mal mit Anschwung. Ja doch, man kann sie umfahren, aber es ist sehr schwer. Alter! Die nehmen das ganze Auto auseinander oder so. Ich komme nicht durch. What the fuck?
Und ab rein in die Zombie-Hölle. Oh, scheiße. Die haben uns erwischt, also. Aber man sieht, wir haben EP erhalten, also man kann sie doch umfahren. Mit Geschwindigkeit. Boom. Oh, oh. Alter, die schlagen uns. Seht ihr die Lebensanzeige? Das ist der rote Mann. Der hat eigentlich sehr viel verloren. Oder wir düsen erstmal rum. Ihr seht, es ist eine mega und der Zombie-Horde hier in der Stadt. Das waren immer noch längst nicht alle, wie ihr hier seht. Hier sind noch, stehen noch viel mehr Zombies in der Stadt. Und so viele Zombies gibt's. Und ja, es ist sehr schwierig, hier überhaupt Loot zu finden. Ich habe nur einmal Loot gefunden, aber wie gesagt, es ist so schwierig. Die FPS-Anzahl ist auch nicht wirklich so prickelnd. Und ja, anscheinend verbraucht oder ist der Tank auch nicht so. Alter, das leckt mir zu sehr gerade. Ich habe 16 FPS. Bup, 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 bup. Ja, also wir können jetzt erstmal die Straße lang fahren, mal gucken, die Welt ein bisschen erkunden. Kann ich euch von der Welt schon mal ein bisschen zeigen. Der Paul, also der Ezio vom A-Team, hat dieses Spiel ja auch, haben wir zusammen geholt, sozusagen. Und ja, vielleicht kann er dann mitmachen, wenn er Lust hat, habe ich noch nicht gefragt, aber vielleicht wird ja was daraus. Ich hab die FPS-Anzahl ist nervig, das ist lecker. Muss ich noch an der Grafik doch wieder umstellen. Ich habe das alles auf mittelfristig gemacht. Hier links ist irgendwas und ihr seht, die Zombies greifen an. Zombies sind da. Boom. What the fuck? Ihr seht, wir sind jetzt hier in irgendeiner Stadt. Hier. Boah, Alter, wie können die mich denn so treffen? Oh nee. Also nicht wundern, wenn wir gleich tot sind. Ich komme nicht mehr raus. Ja, jetzt haben sie uns. Ja, das kriege ich nicht mehr hin. Alter, der Wagen brennt. Oh. Tot. Also irgendwann ist der Wagen dann auch voll brutal kaputt. Und dann explodiert er auch. Hallöchen, Zombie-Dame. Ja, schön, dass du zu spät kommst. Und man sieht, wird beendet in 40 Sekunden. Ja gut, also das war schon mal ein kleiner Einblick. Jetzt wisst ihr schon mal, dass ein Auto explodieren kann, dass man hier Autos finden kann und rumfahren kann. Oh, guckt euch diese Zombies hier an. Der eine denkt, ich sehe sich unten links. Oh, da hat jemand geschossen. Hört ihr das? Also anscheinend ist hier ein anderer Online-Spieler in der Stadt. Und hier sieht man auf dem Boden diese blau leuchtenden Sachen. Das sind Loot-Sachen. Das, was explodiert. Aha. Aha, schreibt jemand im Chat. Dead aim. Na, wer weiß. Jo, wir sind tot. Wir werden sofort wieder in das Investation-Menü gebracht. Und jetzt steht da, tot, wiederbelebt in 18 Minuten. 0 Stunden. Das heißt, wenn man mehrmals am Tag stirbt vielleicht, oder mehrmals mit dem Charakter, wer weiß, kann auch sein, dass das dann alles ein bisschen braucht, bevor man, oder immer länger wird halt, bevor man wieder mit dem Charakter spielen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, man kann mit den hier jetzt zum Beispiel weiterspielen. Ich weiß nicht, ob das geht, ob man eine Heilung braucht, Namen ändern, Inventar. Kleiner Rucksack, ne, also weiß ich nicht. Jedenfalls muss man ein bisschen warten, bis man erstmal mit dem Charakter wieder spielen kann. Ansonsten hat man hier weitere 4 Charakter, die man erstellen kann. Und ja, das war's hier von der Stelle zum ersten Let's Play von Investation Survivors. Und ja, vielleicht, wenn ihr davon mehr sehen wollt, das war jetzt zwar noch nicht alles natürlich, was ich euch hier zeigen konnte in der kurzen Phase. Aber auf jeden Fall, wenn ihr mehr sehen möchtet und vielleicht auch dieses Let's Play, dass wir das anfangen, wenn ich hier mehr Erfahrung gesammelt habe und vielleicht mit den Ezio Paul, dann schreibt dann in den Kommentaren, ja, warum nicht oder ja. Und wenn ihr meint, es ist doch unnötig eigentlich dieses Spiel,
so Let's Play, dann schreibt einfach, ja, ist unnötig und so und so und so, wie auch immer. Schreibt es einfach in den Kommentaren. Von mir aus war das hier an meiner Stelle und wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Part von Investation oder von allen anderen Let's Play. Also, alles klar, bis dann und wir sehen uns. Ciao.